Es gibt schon wahnsinnig viele Remakes und Remaster großer Klassiker. Ein paar Spiele lassen die Entwickler aber leider seit Jahren links liegen. Wir haben uns bei euch und in unserer Redaktion umgehört, welche Remaster derzeit ganz oben auf den Wunschlisten stehen. Und los geht's mit Max Payne 1 und 2. Anfang des neuen Jahrtausends katapultierte sich das Entwicklerteam von Remedy mit ihrem Vorzeige-Actionspiel an die Spitze vieler Bestenlisten. Die Story mit ihren Film-Noir-Anleihen erzählt eine spannende Rachegeschichte, die Atmosphäre im verschneiten New York ist zum Schneiden dicht und die knackigen Schussduelle sind genauso stylisch wie anspruchsvoll. Gleichzeitig etablierten die Finnen auch die Bullet Time, die bald von vielen anderen Spielen kopiert wurde. Wer heute die beiden Meilensteine nachholen will, muss sich aber mit einigen technischen Querelen rumärgern. Das Spiel hat auf modernen Rechnern Probleme mit der Audioausgabe oder lässt die Bildwiederholungsrate plötzlich in den Keller sacken. Mods beheben zwar viele dieser Probleme, eine richtige professionelle Runderneuerung ersetzt das aber noch lange nicht. Da das Gameplay auch heute noch tadellos funktioniert, wäre ein Remaster wohl am ehesten geeignet, die beiden Action-Opas einer neuen Generation zugänglich zu machen. Besonders Teil 1 sieht nun mal aus, wie ein 3D-Spiel aus dem Jahre 2001 damals halt aussah, wenn auch ein schönes. Gerade die Umgebungen sind in den Außenbereichen teilweise sehr detailarm und schlecht ausgeleuchtet. Eine höhere Auflösung und eine überarbeitete Lichtsetzung würden da sicherlich schon Wunder wirken. Die berühmten Zwischensequenzen in Comicform sollte man aber nicht anrühren. Die sind Kult und gehören zu Max Payne einfach dazu. That was Deputy Chief Jim Bravura from the NYPD with no further comment at this time. Und wo wir gerade bei Kult sind, in diese Kategorie fällt eindeutig auch No One Lives Forever. Schon seit vielen Jahren befindet sich die Agentenpersiflage im Lizenzlimbus und ist damit offiziell nur noch als Gebrauchtware erhältlich. Versuche, die Marke wiederzubeleben, sind bisher gescheitert. Mehrere Firmen wie Warner Bros. Und Activision besitzen die Rechte an der Serie. Bislang hat sich aber niemand der Beteiligten dazu entschlossen, das rechte Kuddelmuddel zu entwirren und die Superspionin Kate Archer endlich aus dem Ruhestand zu holen. Verdient hätte sie es, denn No One Lives Forever und die Fortsetzung spielen gekonnt mit ihrem 60er-Jahres-Setting und einer Welt, die das ein oder andere Mal vor verrückten Weltherrschaftsplänen gerettet werden muss. Der Humor des Spiels zeigt sich aber nicht nur in den kauzigen Charakteren, sondern auch in den abwechslungsreichen Levels, die einen über den halben Globus jagen. Auf geheimen Missionen stehen Kate eine Reihe von kreativen Gadgets zur Verfügung, darunter Roboterkatzen, um flüsterleise hinter feindliche Linien zu huschen. Denn neben roher Gewalt lassen sich viele Abschnitte auch in geduckter Haltung absolvieren. Besonders Teil 2 erhöht nochmal die Schlagzahl an Möglichkeiten und lässt Stealth-Fans frohlocken. Do you suspect anyone? We suspect everyone. Ein Remaster würde daher hauptsächlich erstmal die beiden Spiele auf legale Weise zurückbringen, damit man nicht mehr die Weiten des Internets bemühen muss, um eine lauffähige Version zu finden. No One Lives Forever dürfte selbst heute noch mit seinem durchdachten Gameplay und witzigen Figuren viele Spielerherzen erfreuen, vor allem solche, die nach einer guten Shooter-Singleplayer-Kampagne lechzen. Ein Fest für Singleplayer-Freunde ist auch Dragon Age Origins. Zugegeben, die meisten BioWare-Fans würden wahrscheinlich lieber die Mass Effect-Reihe in aufgehübschter Form zurückhaben wollen. Die Sci-Fi-Umgebungen und Figuren der Unreal Engine 3 halten unserer Meinung nach aber noch wacker aktuellen Sehgewohnheiten stand. Im Gegensatz dazu sieht die Fantasy-Welt von Dragon Age Origins eher wie ein hässliches Endline aus und bräuchte dringend ein frisches Federkleid. Um den geistigen Nachfolger von Baldur's Gate in Szene zu setzen, vertraute BioWare 2009 auf einen selbstentwickelten Grafikmotor. Die sogenannte Eclipse Engine war schon damals nicht gerade die prachtvollste und die letzten Jahre meinten es auch nicht unbedingt gut mit ihr. Dank umfangreicher Grafikmods wissen wir aber, dass noch einiges unter der rostigen Haube steckt. BioWare könnte mit einer Remaster-Version natürlich sogar noch weitaus mehr bieten und ihre eigene Engine nochmal selbst anpassen. Ansonsten bräuchten die Rollenspielexperten nicht viel am eigentlichen Spiel zu verändern. Das Kampfsystem ist zwar im Vergleich zu den direkten Nachfolgern behäbiger, glänzt aber umso mehr mit taktischem Tiefgang. Größtes Highlight bleibt aber natürlich die Geschichte, mit ihren charismatischen Figuren und moralischen Konflikten, die unter dem Deckmantel einer bekannten Ausgangslage ein spannendes Fantasy-Universum aufbaut. Mit allen veröffentlichten Erweiterungen und dem Add-on Awakening im Gepäck hätte man zudem Dutzende Stunden feinster RPG-Unterhaltung im klassischen Gewand im Gepäck, welche auch 2020 noch begeistern kann.
Dungeon Keeper dagegen konnte schon lange niemanden mehr begeistern, denn 2014 setzte sich EA mit Dungeon Keeper Mobile ordentlich in die Pay-to-Win-Nesseln. Eine Rückkehr des Ursprungsspiels wäre eine willkommene, wenn auch verspätete Wiedergutmachung. In Bullfrogs Geniestreich aus dem Jahre 1997 baut man als finsterer Unterweltboss einen immer größer werdenden Kerker aus. Der hat eine starke Hand auch bitter nötig, denn Helden sowie andere Verliesmeister sind auf der Suche nach wertvollen Schätzen und zerstören dabei jeden noch so grässlich schönen Dungeon. Wer das verhindern möchte, muss sein Reich akribisch mit neuen Fallen und Räumlichkeiten erweitern, die wiederum neue Monster anlocken. Ähnlich wie spätere Göttersimulationen wie Black and White ist Dungeon Keeper kein klassisches Echtzeitstrategiespiel, in dem man jede Einheit einzeln und im Verbund kontrollieren kann. Die Monster haben stattdessen ihren eigenen Kopf und agieren relativ autonom. Als Spieler kümmert man sich mehr um das allgemeine Management und sorgt für ein reibungsloses Zusammenspiel aller Einheiten in den spärlich ausgeleuchteten Katakomben. In der Kampagne verleibt man sich so langsam ein friedliches Königreich ein. Diese witzige Umkehr bekannter Fantasy-Konstellationen macht gerade den besonderen Charme des Spiels aus. Mods wie Dungeon Keeper FX, die das sehr krümelige Gesamtbild ein bisschen straffen, zeigen schon mal die Richtung, in die ein Remaster gehen könnte. Neben einer höheren Auflösung täte aber außerdem eine überarbeitete, übersichtlichere Benutzeroberfläche dem Spiel enorm gut. Wie auch immer man ein Remaster angeht, das einzigartige Spielprinzip von Dungeon Keeper verdient dringend eine Neuauflage. In den 90er Jahren setzten immer mehr Spiele auf polygonbasierte 3D-Modelle vor gerenderten Hintergründen und erreichten damit eine grafische Qualität, die den Traum von einer fotorealistischen Optik, zumindest für damalige Verhältnisse, deutlich näher rücken ließ. Bioforge von den Ultima-Machern Origin System schlägt 1995 genau in diese Kerbe und beeindruckt mit detaillierten Charaktermodellen, flüssigen Animationen und einer cineastischen Erfahrung. Wie gesagt, eben zumindest für damalige Verhältnisse. Dem morbiden Adventure mit Survival-Horror-Anleihen ist aber zur Veröffentlichung kein Verkaufserfolg vergönnt. Heute ist die Geschichte über einen Mensch-Maschinen-Hybriden, der in einer Zelle auf einem fremden Planeten aufwacht und sich auf Spurensuche nach den Gründen seiner Gefangenschaft macht, fast vergessen. Zugegeben, heute spielt sich Bioforge eher wie ein Panzer mit Kettenschaden, die einzigartige Atmosphäre würde aber enorm von einem HD-Upgrade profitieren. Das Gameplay dürfte mit seinem Mix aus Cyborgs verkloppen, kniffligen Kopfnüssen und Datalogs lesen zwar nicht jedem gefallen, Sci-Fi-Fans bekommen dafür aber eine detailliert gestaltete Spielwelt mit spannenden Ideen. Wer sich einmal auf den Oldie-Trip einlässt, den erwartet immer noch ein Abenteuer. Im Markt der Funracer gibt es einen großen Monopolisten, an dem eigentlich niemand vorbeidüsen kann: Mario Kart. Im Mai 2010 betrat jedoch ein Herausforderer die Asphaltpiste, der gute Argumente dabei hatte, um Nintendo den Thron streitig zu machen. Blur von Bizarre Creations ergänzte das spaßige Power-Up-Gebolze mit einer gehörigen Prise Straßenrennen-Flair à la Need for Speed. Die größten Stärken von Blur liegen aber vor allem im schnörkellosen Geschwindigkeitsgefühl und einem fairen Spieldesign. Im Gegensatz zu Mario Kart und Konsorten entscheiden die Power-Ups nicht mehr so sehr über den ersten oder letzten Platz. Wer sein Gefährt einigermaßen unter Kontrolle hat, kann vielen Geschossen vom Hintermann ausweichen. Dazu muss man auch kein Profi sein. Die tiefer gelegten Chromflitzer benötigen zwar Feingefühl mit dem Gas- und Bremspedal, sie steuern sich aber deutlich arcadiger als klassische Rennsimulationen. Dadurch kommt es viel seltener zu Last-Minute-Niederlagen, wenn der Verfolger gerade zufällig das beste Item hat. Blur entwickelt sich allerdings in den Wochen nach der Veröffentlichung zu einem kommerziellen Misserfolg, der letztendlich die Schließung des Entwicklerstudios bedeutete. Seit dem Aus von Bizarre Creations ist Blur von vielen Store-Seiten verschwunden und nicht mehr so leicht als Neuware zu bekommen. Ein Remaster könnte dem Spiel endlich den verdienten Erfolg bringen. Bis auf kleinere optische Modernisierungen müsste die Neuveröffentlichung nur wenig am Technikmotor herumschrauben, um Blur neues Leben einzuhauchen. Klar, die Grafik könnte auch in 4K-Auflösung nicht mit aktuellen PS-Boliden mithalten, das runde Fahrgefühl und die stilsichere Repräsentation überzeugen aber auch heute noch. Einen zweiten Frühling wünschen wir auch Alpha Protocol. Obsidians Spionage-RPG ist zum Release vor fast 10 Jahren so etwas wie der Inbegriff eines Rohdiamanten. Ein sehr, sehr ungeschliffenes, gerade aus dem Boden gebuddeltes Stück Edelstein. Wenn einem damals nämlich nicht die unzähligen Bugs beim Spielspaß dazwischen kamen, dann war für viele spätestens bei der veralteten Technik oder beim steifen Gameplay Schluss. Alpha Protocol wusste nie so recht, auf welche Gameplay-Tugend es sich nun konzentrieren sollte. Genau deswegen ist Obsidians Versuch, eine klassische Agentengeschichte mit Entscheidungsfreiheit, einem Dialogsystem unter Zeitdruck und rivalisierenden Fraktionen zu verbinden, aber auch einzigartig.
Besonders die doppelbödigen Gespräche sind auch heute noch einen Blick wert. Unterstützt wird das durch variantenreiche Missionen, die sowohl schießfreudigen Rambos als auch flüsterleisen Sam Fischers genug Möglichkeiten zur Seite stellen. Auch wenn wir eher das leise Vorgehen empfehlen würden. Seit im Sommer 2019 die Veröffentlichungsrechte ausgelaufen sind und Publisher Sega bisher auch keine Erneuerung angestrebt hat, ist Alpha Protocol nicht mehr auf Steam erhältlich. Wer keine Dritthändler oder Flohmärkte bemühen will, sollte auf ein Remaster hoffen. Sollte sich Obsidian oder ein anderer Entwickler nochmal dran setzen und die gröbsten Schnitzer im Spieldesign glattbügeln, dann könnte Alpha Protocol endlich der Diamant sein, der es schon zu Release hätte sein sollen. Es gibt Spiele, die haben es schwer, einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen. Und dann gibt es Nier, das nochmal eine Schippe in Sachen Unzugänglichkeit drauflegt. Als das Action-RPG 2010 für die PlayStation 3 und Xbox 360 erschien, war es sowas wie eine eigenständige Auskopplung zu der schon in der Nische sitzenden Drakengard-Serie und hatte damit schon einen schwierigen Start, neue Fans zu gewinnen. Hinzu kamen eine grafische Präsentation aus längst vergangenen PlayStation 2-Zeiten und ein maximal zweckmäßiges Gameplay. Hinter diesen oberflächlichen Kritikpunkten verbirgt sich aber ein faszinierendes Kleinod. Nier spielt in einer Postapokalypse, in der die Tochter des Protagonisten schwer erkrankt ist und dringend Hilfe benötigt. Zusammen mit einer kleinen Zahl von Begleitern geht es auf Heilmittelsuche, einmal querbeet durch eine geheimnisvolle Welt. Mit dieser recht einfachen Prämisse im Gepäck inszeniert Nier eine eigenwillig verspielte und melancholische Geschichte, die vom Spieler Neugierde verlangt. Die interpretierfreudige, mit vielen cleveren Twists und empathischen Charakteren durchzogene Erzählung ist aber nur eines der Highlights von Nier. Ergänzt wird das mehrschichtige Abenteuer durch viele kreative Einschübe, die das Spiel auf den Kopf stellen, wenn Nier plötzlich die Perspektive ändert und anderen Spielen nacheifert. Diese Stärken erbte auch der offizielle Nachfolger Nier Automata, der sich im Gegensatz zum ersten Teil ziemlich gut verkaufte und damit das Interesse an Nier wieder weckte. Eine aktualisierte Version des Vorgängers könnte nicht nur der tristen Optik auf die Sprünge helfen, sondern vielleicht auch an der ein oder anderen spielerischen Ungenauigkeit werkeln, ohne dass dabei das besondere Spielgefühl verloren geht. Spiele wie Nier erscheinen nicht sehr oft. Eine zweite Chance für einen guten ersten Eindruck hätte es also verdient. Im Lauf der Menschheitsgeschichte zog sich eine große Konstante durch die Jahrtausende: der Krieg. Und kaum ein Spiel macht diesen Fakt zu einem so integralen Bestandteil seines Spielprinzips wie der Echtzeitstrategie-Klassiker Empire Earth. Während sich anfangs noch prähistorische Steinschleuderer verkloppen, kommen nach der Renaissance Schwarzpulvergewehre, Panzer und schließlich futuristische Laserknarren im 22. Jahrhundert hinzu. Die insgesamt 14 freischaltbaren Epochen machen das möglich und sorgen auch heute noch für einen abwechslungsreichen Clash der Zeitalter. In den 4 Story-Kampagnen übernimmt man zudem Kontrolle über Völker wie Griechenland, Russland oder Deutschland und muss RTS-typisch Kontrollpunkte einnehmen, Einheiten ausbilden, Basen verteidigen und seine Armee möglichst clever positionieren. Wer sich heute nochmal in die historische Schlacht stürzen will, muss aber mit klobigen 3D-Umgebungen, knarzigen Soundeffekten und sonstigen Alterserscheinungen zurechtkommen. Fast 20 Jahre nach der ursprünglichen Veröffentlichung gehört Empire Earth und das später erschienene Expansion Pack The Art of Conquest mit einer zusätzlichen Zukunftsepoche zumindest oberflächlich ins Seniorenheim. Da die Nachfolger aber nicht wirklich an den Erfolg des Erstlings anknüpfen konnten, wäre ein umfangreiches Remaster unsere bevorzugte Pflegevariante. Mit einer erhöhten Auflösung und überarbeiteten Texturen könnte man das Spiel ähnlich wie die Age of Empires 2 Definitive Edition zurück ins Rampenlicht bringen. Gerade in der derzeitigen Echtzeitstrategieflaute und nachdem Warcraft 3 Reforged enttäuschte, hätte Empire Earth alle Chancen, alte wie neue RTS-Fans vom Historienmix zu überzeugen. Zu den ikonischsten Figuren der jüngeren Videospielgeschichte gehört eindeutig Alma aus dem Horror-Shooter Fear. Das Mädchen mit dem pechschwarzen Haar sorgte 2005 für viele Schockmomente, während das geschliffene Gunplay in Kombination mit einer satten Soundkulisse und der pfiffigen Gegner-KI auch spielerisch wenig Schwächen offenbarte. Im Verbund mit einer durchdachten Slow-Motion-Funktion war es kein Wunder, dass Fear zur Veröffentlichung Höchstwertungen einstrich. Und auch heute haben die paranormalen Ereignisse um geklonte Supersoldaten, die einen Militärkomplex übernommen haben, wenig von ihrer angsteinflößenden Atmosphäre verloren. Dank der stilsicheren Präsentation und seiner durchdachten Lichtstimmung kann sich 4 selbst aus technischer Sicht noch sehen lassen, wenngleich ein Remaster nochmal einige Schwachpunkte ausmerzen könnte. Die spärlich ausgeleuchteten Bürokorridore und sterilen Untergrundhallen würden sicherlich enorm von einem 4K-Upgrade profitieren und allen, die damals das Horrorspiel verpasst haben, eine Gelegenheit zum Nachholen geben. Obwohl man fairerweise sagen muss, dass man bei der dynamischen Beleuchtung gar nicht so viel verbessern müsste. Wobei Raytracing hier noch eine tolle Option wäre. Und das waren 10 Spiele, die unserer Meinung nach ein Remaster verdient hätten.
Aber schreibt uns sehr gerne, welche Spiele ihr gerne auf dieser Liste gesehen habt und welche ihr gern bald nochmal in einer neuen Version spielen würdet.